Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass trotz des sommerlichen Wetters das Interesse am neuen Kaufrecht so groß ist, wenn es auch vielleicht kein intrinsisches Interesse ist, sondern ein extrinsisches durchs Examen. Ich werde mit Ihnen also in den nächsten, so schätze ich mal, anderthalb Stunden einen Grobdurchlauf durchs neue Kaufrecht machen. Dabei muss ich etwas vorweg schicken. Ich kann Ihnen hier nur meine persönliche Meinung erzählen. Was gilt und was der BGH und letztlich der EuGH einmal zu diesen ganzen Problemen sagen wird, die sich dabei stellen, kann ich nicht prognostizieren. Also nehmen Sie es cum grano salis als Meinung von Faust, aber nicht als richtig. Die zentrale Änderung im Kaufrecht betrifft den Begriff des Sachmangels. Jetzt funktioniert schon die Technik nicht. So. 434 wurde ganz neu gefasst. Der erste Absatz lautet jetzt: Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen und den Montageanforderungen dieser Vorschrift entspricht. Anders als bisher kommt damit der objektive Mangelbegriff nicht nur zum Tragen, soweit nichts anderes vereinbart ist, sondern die Sache muss zusätzlich zu den subjektiven Anforderungen die objektiven Anforderungen erfüllen. Das scheint keinen großen Unterschied zu machen, denn wie das Gesetz in 434.3 durch die Worte »soweit nicht etwas anderes vereinbart ist« zum Ausdruck bringt, können die objektiven Anforderungen auch abbedungen werden. Die Krux deutet das Gesetz dabei durch das Wort »wirksam« an, das eigentlich überflüssig ist. Es will damit wohl auf die Regelung bei Verbrauchsgüterkäufen verweisen, denn 476 Absatz 1 Satz 2 stellt bei Verbrauchsgüterkäufen an eine Abbedingung der objektiven Anforderungen besondere Voraussetzungen, auf die ich später noch zu sprechen kommen werde. Bei anderen als Verbrauchsgüterkäufen gelten dagegen nur die allgemeinen Regeln, insbesondere des AGB-Rechts. Wenn sich also bei einem Nicht-Verbrauchsgüterkauf die subjektiven und die objektiven Anforderungen widersprechen, ist deshalb im Regelfall anzunehmen, dass die objektiven konkludent abbedungen wurden. Wenn die Sache dagegen sowohl die subjektiven als auch die objektiven Anforderungen erfüllen kann, ist im Zweifel anzunehmen, dass sie das auch muss, dass also die objektiven zusätzlich zu den subjektiven gelten, weil dann die Festlegung der subjektiven Anforderungen im Zweifel keine Abbedingung der objektiven beinhaltet. Die Anknüpfungspunkte für die Mangelhaftigkeit sind gleich geblieben. Wie bisher ist es zunächst die Beschaffenheit der Sache. Der BGH hat schon zum alten Mangelbegriff einem sehr weiten Beschaffenheitsbegriff gefolgt. Er zählte nicht nur der Sache selbst anhaftende Faktoren zur Beschaffenheit, sondern auch alle Beziehungen der Sache zur Umwelt,
die nach der Verkehrsauffassung Einfluss auf die Wertschätzung der Sache hatten. So sollte es etwa Teil der Beschaffenheit sein, ob eine Herstellergarantie für ein Kraftfahrzeug bestand, obwohl das mit den physischen Eigenschaften der Sache gar nichts zu tun hatte. Nach der Neufassung ist der Beschaffenheitsbegriff jedenfalls in diesem weiten Sinn zu verstehen. Denn die Warenkaufrichtlinie verwendet gar nicht den Begriff der Beschaffenheit, sondern fragt danach, ob die Sache hinsichtlich ihrer Merkmale den einschlägigen Anforderungen entspricht. Das macht es unmöglich, die Beschaffenheit auf die physischen Eigenschaften der Sache zu beschränken. Zur Beschaffenheit zählen also alle Merkmale, die irgendeinen Bezug zur Kaufsache haben, bei Kraftfahrzeugen beispielsweise das Datum der Erstzulassung, die Anzahl der Vorbesitzer und sogar die Existenz eines Sachverständigengutachtens in Bezug auf das Auto. Wenn man Beschaffenheit allerdings so weit versteht, wie man es wohl muss, stellt sich ein Problem. Dann werden nämlich Rechtsmängel zu einem Unterfall der Sachmängel, weil die rechtlichen Eigenschaften der Sache natürlich auch zu dieser Beschaffenheit, zu den Merkmalen der Sache zählen. Das wird auch wohl durch die richtlinienkonforme Auslegung geboten. Denn Erwägungsgrund 35 der Warenkaufrichtlinie sagt ausdrücklich, dass der Begriff der Vertragsmäßigkeit, den 434 umsetzt, die Abwesenheit von Sachmängeln und von Rechtsmängeln umfasst. Auf die Folgerungen werde ich später noch zu sprechen kommen. Nach wie vor nicht zur Beschaffenheit sollte meiner Ansicht nach der Wert oder Marktpreis der Sache zählen, weil er durch außerhalb der Sache liegende Marktkräfte bestimmt wird und bloßer Ausfluss der Merkmale der Sache ist. Ob das der EuGH allerdings genauso sehen wird, wissen wir nicht. Der zweite Anknüpfungspunkt ist die Verwendbarkeit der Sache. Angesichts des sehr weiten Beschaffenheitsbegriffs wird die Verwendbarkeit, was bisher umstritten war, nun zum Unterfall der Beschaffenheit. Die Nennung der Verwendbarkeit stellt damit nur klar, dass die geschuldeten Merkmale der Sache nicht nur direkt vereinbart werden können, sondern auch vereinbart werden können, indem eine Verwendung der Sache vorgeschrieben wird. Jetzt näher zu den subjektiven Anforderungen. Nach Nummer 1 von 434.2 muss die Sache wie bisher die vereinbarte Beschaffenheit aufweisen. Gegenstand von Beschaffenheitsvereinbarungen werden in Satz 2 aufgezählt. Da wird als erstes die Art und die Menge der Sache genannt. Durch die Nennung der Art wird die Sonderregelung für die Aliud-Lieferung, die bisher 434.3 enthalten hat und die jetzt in 434 Absatz 5 steht, bei Gattungssachen überflüssig. Sie behält nur noch eine Bedeutung für die Lieferung eines Identitäts-Aliuds beim Stückkauf. Die Sonderregelung über die zu wenig Lieferung entfällt ganz. Die geht in 434.2.1 Nummer 1 auf. Dann ist als drittes genannt die Qualität der Sache.
die wird in der Regel nicht unmittelbar vereinbart, weil das nicht justiziabel wäre, etwa die Vereinbarung sehr hoher Qualität, sondern durch bestimmte Merkmale, die die Qualität prägen, wie Ausstattungsmerkmale, Leistung und so weiter. Dann kommen Funktionalität, Kompatibilität und Interoperabilität. Die werden im BGB im Kaufrecht nicht definiert, sondern nur in Bezug auf digitale Produkte in § 327 Absatz 2. Funktionalität ist die Fähigkeit der Kaufsache, ihre Funktionen ihrem Zweck entsprechend zu erfüllen. Naja, das hätte man sich auch sparen können. Kompatibilität und Interoperabilität sind nach den Definitionen der Warenkaufrichtlinie und denen von 327 Absatz 3 die Fähigkeit, mit Hardware oder Software zu funktionieren, wobei sich Kompatibilität auf Hard- und Software bezieht, mit der Sachen derselben Art in der Regel verwendet werden, und Interoperabilität auf andere Hard- oder Software. Es kann also etwa darum gehen, ob eine bestimmte Skibox oder eine Anhängerkupplung auf ein bestimmtes Auto montiert werden kann. Dann zweites subjektive Anforderung ist die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung. Die Formulierung ist gleich geblieben, vorausgesetzte Verwendung, nicht vereinbarte Verwendung. Es stellt sich also die Frage, ob diese Verwendung vereinbart werden muss. Der BGH hat das zum alten Recht verneint. Diese Auffassung war schon zum alten Recht, vorsichtig gesagt, fragwürdig, weil sie zu Wertungswidersprüchen mit Beschaffenheitsvereinbarungen geführt hat. Zum neuen Recht ist sie unhaltbar. Denn die Warenkaufrichtlinie verlangt ausdrücklich, dass der Verbraucher dem Verkäufer den Zweck zur Kenntnis gebracht und der Verkäufer ihm zugestimmt hat, verlangt also eine Vereinbarung. Praktisch ist das nur für formbedürftige Verträge relevant, die nach der Neuregelung der Form genügen müssen. Aber etwas anderes ist auch für andere Verträge relevant. Der BGH hat nämlich nach bisherigem Recht die Verwendung beschränkt auf den Einsatzzweck oder die Nutzungsart und hat gesagt, einzelne Eigenschaften könnten nicht Gegenstand eines solchen Verwendungszwecks sein. Das hat er wohl nur deshalb gemacht, um eine Abgrenzung zur Beschaffenheitsvereinbarung zu schaffen. In dem Fall ging es um eine Maschine zur Verpackung von Vogelfutter und der BGH hat gesagt, als Verwendungszweck kann nur die Verpackung von Vogelfutter an sich vereinbart werden, nicht dagegen, dass die Maschine eine bestimmte Geschwindigkeit bei dieser Verpackung erzielt. Auch das sollte Rechtsgeschichte sein, weil die Warenkaufrichtlinie die Zwecke, die vereinbart werden können, nicht beschränkt.
434 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 betrifft dann Zubehör und Anleitungen, mit denen die Kaufsache geliefert werden muss. Die Parteien können also vereinbaren, dass bestimmtes Zubehör und bestimmte Anleitungen mitgeliefert werden müssen. Das war auch nach altem Recht natürlich schon der Fall, ohne dass es gesondert im Gesetz erwähnt war. Wenn Konflikte auftreten zwischen Nummer 1 und Nummer 2, also zwischen einer Beschaffenheitsvereinbarung und der Vereinbarung einer bestimmten Verwendung, sind diese Konflikte durch Auslegung zu lösen. Als nächstes komme ich zu den objektiven Vereinbarungen, die objektiven Anforderungen, die in § 434 Absatz 3 geregelt sind. Da stellt sich als erstes ein Problem. Die objektiven Anforderungen hängen nämlich ab von der Art der Sache. Das sagt das Gesetz ausdrücklich. Die Vereinbarung einer Art der Sache unterliegt aber auch bei Verbrauchsgüterkäufen nicht den besonderen Voraussetzungen des Paragraphen 476 Absatz 1 Satz 2. Man muss also unterscheiden zwischen einer Vereinbarung der Art, die formfrei getroffen werden kann, und der Abbedingung objektiver Anforderungen, die an Sachen dieser Art zu stellen sind. Und diese Vereinbarung unterliegt bei Verbrauchsgüterkäufen den Voraussetzungen des 476 Absatz 1 Satz 2. Wie zwischen beiden abzugrenzen ist, ist noch völlig unklar. Wenn ein Gebrauchtwagen verkauft wird und es wird angegeben, dass der Gebrauchtwagen als Taxi vorbenutzt worden ist, ist das jetzt die Vereinbarung, Kaufsache ist ein Gebrauchtwagen, der als Taxi vorbenutzt worden ist? Oder ist die maßgebliche Art der Sache Gebrauchtwagen und die Vereinbarung Vorbenutzung als Taxi bedingt die objektiven Anforderungen, die an einen durchschnittlichen Gebrauchtwagen zu stellen sind, ab? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, je eher die Vereinbarung auf eine ganze Klasse von Sachen zutrifft, umso eher ist es eine Vereinbarung hinsichtlich der Art und je mehr diese Vereinbarung genau die Sache zum Gegenstand hat, zum Beispiel Beule im vorderen Kotflügel, umso mehr ist es eine Vereinbarung der Beschaffenheit, die die objektiven Anforderungen abbedingt. Demnach würde ich Vereinbarungen über ein bestimmtes Modelljahr oder dass die Sache gebraucht ist oder sogar die Vereinbarung, dass ein Auto ein Bastlerfahrzeug ist, als Vereinbarung der Art ansehen. Dagegen Vereinbarungen, dass das Auto nur einen bestimmten Kilometerstand hat oder bestimmte Beschädigungen aufweist, als Abbedingung der objektiven Anforderungen. Näheres wird die BGH-Rechtsprechung entscheiden. Das wird aber noch etwas dauern, bis die Fälle dort ankommen. Erste objektive Anforderung ist dann, dass sich die Sache für die gewöhnliche Verwendung eignet.
die Warenkaufrichtlinie präzisiert, dass die Sache für die Zwecke geeignet sein muss, für die Sachen der gleichen Art in der Regel gebraucht werden, gegebenenfalls unter Berücksichtigung des bestehenden Unionsrechts und nationalen Rechts, technischer Normen oder in Ermangelung solcher Normen sektorspezifischer Verhaltenskodizes. Der deutsche Gesetzgeber hat das zum Glück nicht umgesetzt, weil es selbstverständlich ist. Zweites Merkmal: Die Sache muss die übliche und die vom Käufer zu erwartende Beschaffenheit aufweisen. Auch insofern hat sich am Normtext nichts geändert. Jetzt wird aber präzisiert, dass zur üblichen Beschaffenheit insbesondere Menge zählt. Ich weiß nicht, wie man Menge als objektive Anforderung sehen will. Vielleicht bei einem Paar Schuhe, das müssen notwendig zwei sein, sonst kann sich aber die geschuldete Menge eigentlich nur aus der Vereinbarung ergeben. Wichtiger sind Qualität, Haltbarkeit, Funktionalität, Kompatibilität und Sicherheit. Die Interoperabilität ist hier zu Recht nicht genannt, weil sich die ja nur auf die Vereinbarkeit mit anderen als den üblichen Sachen bezieht. Wichtig ist die Nennung der Haltbarkeit. Die Warenkaufrichtlinie definiert Haltbarkeit als die Fähigkeit, ihre erforderlichen Funktionen und ihre Leistung bei normaler Verwendung zu erhalten. Wichtig ist, dass aus der Nennung der Haltbarkeit nicht etwa eine gesetzliche Haltbarkeitsgarantie folgt. Ob die Sache ihre Fähigkeit tatsächlich für einen bestimmten Zeitraum behält, ist gewährleistungsrechtlich unerheblich. Sie muss nur von vornherein so konstruiert sein, dass zu erwarten ist, dass sie ihre Fähigkeit für einen entsprechenden Zeitraum behält. Entscheidend ist also eine Prognose im Zeitpunkt des Gefahrübergangs. Was eine angemessene Zeit ist, hängt ganz von der Art der Sache ab und kann sich auch bezüglich bestimmter Bestandteile unterscheiden. Beim Auto etwa sind an die Wischerblätter vom Scheibenwischer insofern sicher andere Anforderungen zu stellen als an den Motor. Vom Käufer zu erwartende Beschaffenheit. Zu erwarten heißt, diese Beschaffenheit ist normativ zu bestimmen. Was der tatsächliche Käufer erwartet, ist irrelevant. Änderungen gibt es nur bezüglich der öffentlichen Äußerungen, die diese Beschaffenheit prägen. Zum einen sind nun öffentliche Äußerungen des Verkäufers oder eines anderen Glieds der Vertragskette relevant. Der Hersteller ist also nicht mehr eigens genannt, er gehört aber zu den anderen Gliedern der Vertragskette. Allerdings definiert ihn die Warenkaufrichtlinie anders als das Produkthaftungsrecht, das bisher maßgeblich war. Sie definiert nämlich ihn als den Hersteller, den Importeur oder jede andere Person, die sich dadurch, dass sie ihren Namen, ihre Marke oder ein anderes Kennzeichen an den Waren anbringt, als Hersteller bezeichnet. Nicht mehr erfasst ist damit der Teilehersteller oder der Hersteller eines Grundstoffs. Bisher war es also so,
wenn etwa Gore-Tex mit bestimmten Eigenschaften der Gore-Tex-Faser geworben hat, war das prägend auch für ein Kleidungsstück, das aus Gore-Tex-Fasern hergestellt war. Das ist jetzt nicht mehr so. Dafür haben wir den Zwischenhändler und die Zwischenhändler drin. Meiner Ansicht nach ergibt das wenig Sinn. Denn es kann jeweils nicht schlechthin Zwischenhändler meinen, die mit dieser Ware handeln, sondern nur Zwischenhändler, die die ganz konkrete Ware gehandelt haben, die der Verbraucher dann gekauft hat. Der Verbraucher wird allerdings normalerweise nicht erkennen können, von welchem Großhändler sein Verkäufer die Ware bezogen hat und kann sich deshalb auf Äußerungen von Händlern ohnehin nicht verlassen. Aber sie sind nun mal drin und das Kraft Europarechts, also müssen wir damit leben. Eine Änderung gibt es auch bei den Ausschlusstatbeständen. Während es früher genügt hat, dass der Verkäufer die Äußerung nicht kennen musste, ist nun erforderlich, dass er die Äußerung nicht kennen konnte. Das ist mehr als der bisherige Fahrlässigkeitsmaßstab. In der Warenkaufrichtlinie heißt es allerdings, dass der Hersteller die Äußerung vernünftigerweise nicht kennen konnte. Man wird das kennen konnte also doch in Richtung des bisherigen Fahrlässigkeitsmaßstabs auslegen können. Neu im Gesetz oder wieder, denn es war vor der Schuldrechtsreform schon mal drin, ist der Punkt, dass die Ware die Beschaffenheit einer Probe oder eines Musters aufweisen muss. Da stellt sich insbesondere die Frage, inwieweit Vorführwagen, also Autos, die der Händler zum Ausprobieren vorhält, als Muster anzusehen sind. Wäre das der Fall, müsste zum Beispiel die Vereinbarung, dass das verkaufte Fahrzeug eine andere Motorisierung aufweist als der Vorführwagen, bei Verbrauchsgüterkäufen den Anforderungen von 476 1 Satz 2 genügen. Meines Erachtens kann nicht jedes Beispiel für die Kaufsache ein Muster sein, das die geschuldete Beschaffenheit prägt. Ein Muster liegt nur vor, wenn dem Käufer aus seiner Warte das Warenbeispiel zu dem Zweck zur Verfügung gestellt wird, ihn dadurch verbindlich über die Beschaffenheit der Kaufsache zu informieren. Der Verkäufer kann das verhindern, indem er klarstellt, dass die Kaufsache nicht notwendig die Beschaffenheit des Warenbeispiels aufweisen wird. Und eine solche Klarstellung kann formlos gegeben werden, unterliegt also nicht den Voraussetzungen von 476 1 Absatz 2. Sie kann auch auf einzelne Merkmale beschränkt werden. Wenn der Käufer ein blaues Auto bestellt und das Vorführfahrzeug ist rot, versteht sich von selber, dass es hinsichtlich der Farbe kein Muster sein soll, aber vielleicht hinsichtlich der Ausstattung oder der Motorisierung. Als letztes sind wieder genannt Zubehör und Anleitungen, die der
Käufer erwarten kann, muss der Verkäufer der Sache mitgeben. Dann, warum hat es jetzt, machen wir einfach weiter, haben wir die Montageanforderungen. Die Norm habe ich Ihnen hingeworfen. Sie ist wesentlich anders als nach altem Recht. Das Gesetz unterscheidet jetzt nicht mehr danach, wer montieren muss. Vielmehr sind die Montageanforderungen erfüllt, wenn die Montage entweder sachgemäß durchgeführt worden ist oder zwar unsachgemäß durchgeführt wurde, dies jedoch weder auf einer mangelhaften Montageanleitung noch auf einer Montage durch den Verkäufer beruht. Wenn also der Verkäufer selbst oder durch seine Erfüllungsgehilfen montiert, muss er das sachgemäß tun. Wenn dagegen der Käufer montiert, sind die Montageanforderungen nur erfüllt, wenn die Montage entweder sachgemäß ist oder zwar unsachgemäß ist, das aber nicht auf einem Mangel in der Anleitung beruht. Mängel in der Anleitung bleiben allerdings relevant nach Absatz 2 oder 3. Die Sache ist deshalb nach wie vor mangelhaft, nur die Montage selbst ist nicht mangelhaft. Als nächstes komme ich nochmal auf Rechtsmängel zurück. Rechtsmängel sind, wie ich schon angedeutet habe, jetzt meiner Ansicht nach ein Unterfall der Sachmängel. Das hat Konsequenzen. Nämlich muss eine Vereinbarung, dass eine Sache mit einem bestimmten Recht eines Dritten belastet sein darf, den Anforderungen des 476.1.2 genügen, obwohl der nur von Sachmängeln, nur von einer Abbedingung der Anforderungen des 434.3 und nicht des 435 spricht. Das halte ich auch wertungsmäßig für schlüssig. Wenn man diese Anforderungen beachten muss, um zu vereinbaren, dass ein Auto einen 1 cm langen Kratzer hat, wäre es doch widersprüchlich, wenn man vereinbaren könnte, dass das Auto mit einem Pfandrecht belastet ist, ohne diese Anforderungen zu erfüllen. Es hat zweitens Auswirkungen auf den Zeitpunkt. Nach bisherigem Recht ist für die Freiheit von Rechtsmängeln nicht der Zeitpunkt des Gefahrübergangs ausschlaggebend, sondern der Zeitpunkt des Eigentumsübergangs. Das wird man wohl nicht halten können. Denn die Warenkaufrichtlinie stellt einheitlich auf den Zeitpunkt der Lieferung ab. Sie überlässt zwar dem nationalen Recht, diesen Zeitpunkt näher zu definieren, aber ich glaube nicht, dass das nationale Recht den Zeitpunkt der Lieferung abweichend festlegen könnte, je nachdem, ob es um einen Sach- oder einen Rechtsmangel geht. Das Problem wird allerdings bisher so gut wie nicht in der Literatur behandelt. Es ist also dazu alles offen. Das war jetzt der erste große Komplex, der Mangelbegriff. Haben Sie dazu irgendwelche Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Sei es der Klarheit meiner Erklärungen oder der Hitze geschuldet.
und kommen deshalb jetzt zum zweiten Komplex, die Nacherfüllung. Zunächst haben wir eine Änderung in 439.3, der die Ein- und Ausbaukosten behandelt. Bisher war dieser Anspruch ausgeschlossen nach entsprechender Anwendung von 442. Jetzt heißt es in Anlehnung an die Bahnkaufrichtlinie, der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Käufer die Sache eingebaut hat, nachdem der Mangel offenbar geworden ist. Was offenbar werden heißt, ist dabei umstritten. Nach der Gesetzesbegründung ist nur positive Kenntnis des Käufers gemeint. In der Literatur wird offenbar werden teilweise weiter verstanden im Sinne von grober Fahrlässigkeit. Entscheiden kann das nur der EuGH. Zweite Änderung, 439 Absatz 5, ordnet an, dass der Käufer dem Verkäufer die Sache zum Zweck der Nacherfüllung zur Verfügung zu stellen hat. Der BGH hat schon bisher angenommen, dass den Käufer eine Obliegenheit trifft, dem Verkäufer die Kaufsache am Erfüllungsort der Nacherfüllung zur Verfügung zu stellen, damit der Verkäufer sie dahingehend überprüfen kann, ob der behauptete Mangel wirklich vorliegt oder ob die geforderte Nacherfüllung unverhältnismäßig ist. Nach Auffassung der Bundesregierung setzt 439 Absatz 5 das um. Daran kann man allerdings zweifeln, weil 439 5 die Worte zum Zweck der Nacherfüllung beinhaltet. Und ein Überprüfen dahingehend, ob das Nacherfüllungsbegehren des Käufers gerechtfertigt ist, ist eigentlich nicht von diesen Worten zum Zweck der Nacherfüllung umfasst. Entscheiden kann es wieder mal nur der EuGH. Die Regierungsbegründung steht auf dem Standpunkt, das sei eine echte Pflicht. In der Literatur wird dagegen ganz überwiegend angenommen, dass es eine bloße Obliegenheit ist, weil ein Schadensersatzanspruch des Verkäufers, der daran anknüpft, dass der Käufer ihm die Sache nicht zum Zweck der Nacherfüllung zur Verfügung gestellt hat, einfach keinen Sinn ergibt. Größer ist die Bedeutung der Frage, ob dieses zur Verfügung stellen zum Zweck der Nacherfüllung schon eine Voraussetzung ist für ein ordnungsgemäßes Nacherfüllungsbegehren oder ob der Käufer das nur auf Verlangen des Verkäufers tun muss. Nehmen Sie die Ersatzlieferung. Verlangt der Käufer nur dann ordnungsgemäß Ersatzlieferung, wenn er gleichzeitig anbietet, dem Verkäufer die defekte Sache zur Verfügung zu stellen? Oder verlangt er ordnungsgemäß Ersatzlieferung, indem er eben Ersatzlieferung fordert und muss nur dann, wenn der Verkäufer daraufhin sagt, dann möchte ich aber die defekte Sache haben, sie ihm zur Verfügung stellen. Meiner Ansicht nach ist das Letztere richtig, weil das Ganze sonst eine Falle für rechtsunkundige Käufer wäre, die oft nicht ordnungsgemäß Nacherfüllung verlangen würden. Auch das kann freilich nur der EuGH entscheiden.
439,6 gibt dem Käufer einen Rücknahmeanspruch, wenn er die mangelhafte Sache loswerden will. Das bestand schon bisher nach herrschender Meinung, auch wenn es nicht gesetzlich geregelt war. Eine kleine Änderung haben wir in den Rückgriffsvorschriften. Die Höchstfrist für die Ablaufhemmung, bisher 5 Jahre, wird gestrichen. Dann komme ich zu den Änderungen im Verbrauchsgüterkaufrecht. Im ganzen Verbrauchsgüterkaufrecht wird der Ausdruck Sache oder bewegliche Sache durch den Ausdruck Ware ersetzt. Ware ist nach 241a Absatz 1 eine Sache, die nicht aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder anderen gerichtlichen Maßnahmen verkauft wird, dass der Käufer da keine Gewährleistungsrechte hat, ergibt sich schon aus 806 ZPO. Die Änderung ist also in erster Linie nur terminologisch relevant. Wichtiger ist, dass 474 Absatz 2 Satz 2 die Ausnahme für gebrauchte Sachen, die in einer öffentlich zugänglichen Versteigerung verkauft werden, jetzt davon abhängig gemacht wird, dass dem Verbraucher klare und umfassende Informationen darüber, dass die Vorschriften über Verbrauchsgüterkäufe nicht gelten, leicht verfügbar gemacht worden. Fraglich ist insofern, was ihm genau mitgeteilt werden muss. Es heißt umfassende Informationen. Damit ist es wohl nicht damit getan, einfach zu sagen, 474 folgende gelten nicht oder die Vorschriften über Verbrauchsgüterkäufe gelten nicht, sondern es muss dem Verbraucher wohl mitgeteilt werden, was alles nicht gilt. Also die Beweislastumkehr kommt nicht zur Anwendung, die Vorschriften sind jetzt abdingbar, 447 gilt und so weiter. Und das Ganze nicht durch Verweis auf gesetzliche Normen, sondern der Inhalt dieser Normen muss wohl zumindest in groben Zügen mitgeteilt werden. Die Belehrung ist also nicht einfach und wird erheblichen Raum einnehmen, wenn der BGH dem so folgt, dass ein Verweis, dass die Normen des Verbrauchsgüterkaufrechts nicht gelten, nicht ausreicht. Dann als nächstes abweichende Vereinbarungen. Und jetzt kommen wir endlich auf den 476 Absatz 1 Satz 2 zu sprechen. Er lautet: Von den Anforderungen nach 434 Absatz 3 kann vor Mitteilung eines Mangels an den Unternehmer durch Vertrag abgewichen werden, wenn erstens der Verbraucher vor der Abgabe seiner Vertragserklärung eigens davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass ein bestimmtes Merkmal der Ware von den objektiven Anforderungen abweicht und zweitens die Abweichung im Sinn der Nummer 1 im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde. Wir brauchen also erstens einen Hinweis und zweitens eine Vereinbarung. Wozu wir den Hinweis brauchen, ist dabei etwas rätselhaft. Denn wenn der Verbraucher
ausdrücklich und gesondert eine Abweichung vereinbart, hat sich eigentlich das Hinweiserfordernis erledigt, dann muss er notwendig Bescheid wissen. Das Europarecht verlangt trotzdem einen Hinweis, also müssen wir dem folgen. Der Hinweis kann formfrei erteilt werden, also auch mündlich. Der Hinweis muss eigens erfolgen. Im englischen Text heißt es specifically, im Französischen spécifiquement. Das bedeutet zum einen, dass der Hinweis nicht allgemein gehalten sein darf, sondern sich auf eine ganz bestimmte Abweichung beziehen muss. Das folgt allerdings schon daraus, dass über ein bestimmtes Merkmal der Ware informiert werden muss. Das eigens kann deshalb nur heißen, dass der Hinweis so erfolgt, dass ihn der Verbraucher mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wahrnimmt. Der Hinweis darf also nicht in anderen Informationen versteckt werden, sondern muss dem Verbraucher von diesen getrennt erteilt werden. Die Praxis bewegt dabei vor allem die Frage, ob ein eigener Hinweis für jede Abweichung gefordert ist oder ob auf mehrere Abweichungen gemeinsam hingewiesen werden darf. Ich würde es schon annehmen, aber es ist unklar. Der Kfz-Handelsverband empfiehlt etwa seinen Händlern, eine Liste aufzustellen und jede Abweichung vom Verkäufer gesondert abzeichnen zu lassen. Damit sind wir schon, der Hinweis muss vor Abgabe der Vertragserklärung des Verbrauchers erfolgen. In der Warenkaufrichtlinie heißt es demgegenüber, zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags. Das deutet darauf hin, dass ein vorheriger Hinweis, etwa einige Tage vorher, wenn der Verbraucher die Ware besichtigt, nicht genügt, sondern bei Abschluss des Vertrags nochmal darauf hingewiesen werden muss. Der Hinweis muss sich beziehen auf ein bestimmtes Merkmal der Ware. Es genügt also nicht, dass allgemein auf schlechtere als die übliche Qualität hingewiesen wird. Schließlich verlangt der Gesetzestext, dass sich der Hinweis auf die Abweichung von den objektiven Anforderungen bezieht. Es kann also danach nicht ausreichen, dass auf den tatsächlichen Zustand der Ware hingewiesen wird, sondern es muss darauf hingewiesen werden, dass die objektiven Anforderungen höher sind und die Ware abweicht. Das stellt Verkäufer vor erhebliche Probleme, wenn sie die objektiven Anforderungen nicht exakt bestimmen können. Sinnvoll wäre es deshalb, Eventualhinweise zuzulassen. Zum Beispiel, der Gebrauchtwagen weist eine Roststelle am Kotflügel auf, was eventuell von der üblichen Beschaffenheit eines solchen Gebrauchtwagens abweicht. Ob da der EuGH mitspielen wird, ist freilich unklar. Wenn man glücklich über diesen Hinweis hinweg ist, braucht man eine Vereinbarung. Auch für diese Vereinbarung ist keine Form vorgeschrieben. In der Literatur wird allerdings teilweise aus dem Merkmal gesondert gefolgert, dass mindestens Textform erforderlich ist. Meiner Ansicht nach
Handelskammer eine gesonderte Vereinbarung auch mündlich treffen. Insbesondere kann man die Vereinbarung auch durch AGB treffen, wenn sie hinreichend spezifisch ist. Dann muss die Vereinbarung ausdrücklich erfolgen, also nicht konkludent und gesondert. Das darf nicht dahingehend missverstanden werden, dass eine solche Vereinbarung nicht Bestandteil des Kaufvertrags ist oder eine gesonderte Urkunde erforderlich ist, aber die Vereinbarung darf nicht in den anderen Bedingungen des Kaufvertrags versteckt werden, sondern der Verbraucher muss ihr speziell zustimmen. Da sind wir wieder bei dem gesonderten Abzeichnen. Bei Vertragsschluss im Internet soll es nach der Regierungsbegründung ausreichen, wenn der Verbraucher eine Schaltfläche eigens anklickt, die sich nur auf diese Vereinbarung bezieht. Auch bei den anwendbaren Vorschriften 475 gibt es Änderungen. Zunächst mal 442 gilt bei Verbrauchsgüterkäufen nicht mehr. Der Verbraucher hat also selbst dann Gewährleistungsrechte, wenn er einen Mangel bei Vertragsschluss positiv kennt. Das erscheint zunächst wie ein ziemlicher Hammer, ist aber absolut folgerichtig, denn wenn 442 noch gelten würde, könnte man 476 Absatz 1 Satz 2 vergessen. Es wäre kein Hinweis mehr erforderlich, es wäre keine ausdrückliche und gesonderte Vereinbarung mehr erforderlich, sondern es würde ausreichen, dass der Verkäufer den Verbraucher schlicht über den Mangel informiert. Das kann nicht sein, deshalb musste als Flankierung von 476.1.2 442 ausgeschlossen werden. Dann habe ich aber auch eine gute Nachricht für Sie. Die grässlichen Regelungen des 475 4 und 5, die erst 2018 in Kraft traten, werden ersatzlos gestrichen. Hintergrund ist, dass jetzt die Warenkaufrichtlinie im Gegensatz zur Verbrauchsgüterkaufrichtlinie ausdrücklich die Verweigerung der Nacherfüllung wegen absoluter Unverhältnismäßigkeit erlaubt. Dann haben wir einen neuen 475 Absatz 5, der sagt, der Unternehmer hat die Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher ihn über den Mangel unterrichtet hat und ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher durchzuführen, wobei die Art der Ware sowie der Zweck, für den der Verbraucher die Ware benötigt, zu berücksichtigen sind. Diese Regelung ist ganz unglücklich, denn sie steht im Verbrauchsgüterkauf. Der Schluss, dass bei anderen als Verbrauchsgüterkäufen der Unternehmer die Nacherfüllung nicht innerhalb angemessener Frist und unter erheblichen Unannehmlichkeiten für den Käufer vornehmen darf, drängt sich deshalb förmlich auf. Deshalb hat die Bundesregierung in die Gesetzesbegründung geschrieben, dass die Vorschrift nur klarstellenden Charakter hat und ein Gegenschluss für andere als Verbrauchsgüterkäufe nicht möglich ist. Dann frage ich mich, warum um Himmels Willen hat man es nicht gleich in den 439 reingeschrieben?
Schließlich haben wir auch eine Änderung in 475 Absatz 6 hinsichtlich der Rückgewähr, der lautet: Im Fall des Rücktritts oder des Schadensersatzes wegen der ganzen Leistung, wegen eines Mangels der Ware, ist 346 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Unternehmer die Kosten der Rückgabe der Ware trägt. Damit wird ein Gleichlauf mit der Ersatzlieferung angestrebt, wo sich das Ganze schon aus 439.2 ergibt. Auch hier kann kein Gegenschluss für andere als Verbrauchsgüterkäufe gezogen werden. Nach herrschender Meinung ergibt sich da das Gleiche daraus, dass die Rückgabe Hohlschuld ist. Satz 2 schließlich schränkt das Zurückbehaltungsrecht ein. Eine entsprechende Regelung haben wir schon in 357 hinsichtlich der Widerrufsfolge. Dann haben wir eine ganz neue Vorschrift in Paragraph 475d für die Fristsetzung beim Rücktritt und dem Schadensersatz statt der Leistung. Diese Sonderregelung verdrängt die allgemeinen Regelungen des 281.2, 323.2 und 440. Hintergrund ist, dass die Warenkaufrichtlinie jetzt Regeln enthält, wann eine Fristsetzung entbehrlich ist und die nicht vollständig mit den bisherigen Regeln übereinstimmen. Drum hat man eine abschließende Neuregelung für Verbrauchsgüterkäufe geschaffen. Erster Fall: keine Nacherfüllung trotz Ablaufs einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt der Unterrichtung des Unternehmers über den Mangel. Unterschied zu 323: die Fristsetzung, die ist entbehrlich, eine angemessene Frist läuft automatisch. Das entspricht schon der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, da, Sie erinnern sich vielleicht, war 323 richtlinienkonform dahingehend auszulegen, dass die Frist nicht gesetzt werden muss. Verfehlt ist allerdings, dass die Frist beginnt ab Unterrichtung. Warum? Die Unterrichtung macht den Nacherfüllungsanspruch noch nicht fällig. Der ist ein verhaltener Anspruch und wird erst fällig mit Geltendmachung. Deshalb muss auch die Frist erst ab Geltendmachung des Nacherfüllungsanspruchs laufen, dass der Verkäufer informiert wird, die Sache ist mangelhaft, aber der Käufer macht noch kein Recht geltend, kann nicht genügen. Die Norm setzt voraus, dass der Unternehmer den Mangel nicht im Rahmen der Nacherfüllung beseitigt hat. Hat er ihn beseitigt, aber hat das zu spät getan oder unter erheblichen Unannehmlichkeiten für den Verbraucher, genügt das nicht für die Nummer 1. Das folgt daraus, dass 475d Nummer 1 nur verweist auf die Nacherfüllung, während 475d Absatz 4 verweist auf die gemäß 439.1 oder 2 oder 475.5 ordnungsgemäße Nacherfüllung. Für 475d Nummer 1 ist also erforderlich, dass keine Nacherfüllung erfolgt ist.
Zweiter Fall. Ein Mangel zeigt sich trotz der vom Unternehmer versuchten Nacherfüllung. Das gilt unabhängig davon, ob der Mangel, der sich zeigt, von Anfang an vorhanden war oder ob es ein neuer Mangel ist, der erst durch die Nacherfüllung verursacht wurde. Eine Ausnahme wird man allerdings machen müssen, wenn der Käufer nur Beseitigung eines bestimmten Mangels verlangt hat, dann dürfte es nicht genügen, wenn sich ein anderer schon von Anfang an vorhandener Mangel zeigt. Diese Vorschrift klingt sehr scharf, ist es aber nicht. Denn sowohl nach der Regierungsbegründung als auch nach der Warenkaufrichtlinie ist nach den Umständen des Einzelfalls zu entscheiden, ob der Verbraucher bereits nach einem erfolglosen Nacherfüllungsversuch des Unternehmers zurücktreten darf oder ob er mehrere Nacherfüllungsversuche ermöglichen muss. Der Sache nach entspricht diese Regelung also dem Fehlschlagen der Nacherfüllung in § 440, allerdings ohne die Vermutungsregel des 440 Satz 2. Dritter Fall. Der Mangel ist derart schwerwiegend, dass die Fristsetzung entbehrlich ist. Nach der Regierungsbegründung bleibt es dabei der Rechtsprechung überlassen, was alles abzuwägen ist, ob nur mangelbezogene Umstände eine Rolle spielen oder alle Umstände, ob also zum Beispiel es zu vertreten ist, wenn der Verkäufer vorsätzlich gehandelt hat. Warten wir es ab. Ich würde mal vermuten, dass der BGH wie bisher den Vorsatz berücksichtigt. Viertens, Verweigerung der ordnungsgemäßen Nacherfüllung. Nummer 4. Kommt also in Betracht, wenn der Verkäufer die Nacherfüllung insgesamt ablehnt oder wenn er sie nur unter gesetzwidrigen Bedingungen vornehmen will, wenn er etwa sagt, ich liefere Ihnen gern eine Sache nach, aber dann müssen Sie mir Nutzungsersatz für die gelieferte Sache zahlen, dann verweigert er die Nacherfüllung im Sinn von 475d Absatz 4. Nicht gerade zur Klarheit trägt bei, dass 475d Absatz 4 sowohl die berechtigte als auch die unberechtigte Nacherfüllungsverweigerung umfasst. Insofern ergeben sich nämlich Unterschiede. Verweigert der Verkäufer die verlangte Ersatzlieferung unberechtigt, dann kann der Käufer sofort zurücktreten oder Schadensersatz verlangen. Er muss also nicht eine Frist für die Nachbesserung setzen. Verweigert der Verkäufer die verlangte Ersatzlieferung dagegen zu Recht, weil sie relativ unverhältnismäßig ist, dann muss der Käufer eine Frist für die Nachbesserung setzen. Das ergibt sich ausdrücklich aus der Warenkaufrichtlinie, dass der deutsche Gesetzgeber diese Fälle über einen Leisten schert und in Nummer 4 zusammengefasst hat, trägt nur zur Verwirrung bei. Nicht mehr vorausgesetzt ist, dass die Verweigerung ernsthaft und endgültig ist. Es dürften also etwas geringere Anforderungen als bisher zu stellen sein. Und schließlich die Nummer 5.
Es ist offensichtlich, dass der Unternehmer nicht ordnungsgemäß nacherfüllen wird. Er verweigert es also nicht, aber es ist klar, er wird es nicht tun, weil er sich nicht anstrengt oder weil es ausgeschlossen ist, dass er es innerhalb angemessener Frist schafft oder Ähnliches. Das war der 475d. Auch hinsichtlich der Verjährung hat sich einiges geändert. Das ist 475e Absatz 3 und 4. Absatz 3 statuiert eine Ablaufhemmung, wenn sich ein Mangel innerhalb der Verjährungsfrist zeigt. Zeigt sich also ein Mangel am letzten Tag der Verjährung, greift die Ablaufhemmung ein und der Käufer hat noch 4 Monate Zeit, um Rechte wegen dieses Mangels einzuklagen. Das ist vernünftig. Fraglich ist, wann sich ein Mangel zeigt, ob das positive Kenntnis des Käufers erfordert oder ob auch fahrlässige oder grob fahrlässige Unkenntnis reicht. Meiner Ansicht nach ist Kenntnis erforderlich. Denn das Zeigen des Mangels wirkt sich für den Käufer positiv aus. Ihm kommt die Ablaufhemmung zugute. Ein Käufer, der den Mangel nicht bemerkt, weil er fahrlässig handelt, verdient diese Gnade nicht. Denn dann würde sich nicht nur die Zeitspanne verlängern, innerhalb deren der Käufer Rechte wegen des Mangels geltend machen muss, sondern auch die Zeit, die der Käufer hat, um den Mangel zu bemerken. Und das ist nicht der Sinn von 475. Ein Käufer, der einen Mangel schuldlos nicht bemerkt, hätte die Ablaufhemmung nicht. Ein Käufer, der ihn schuldhaft nicht bemerkt, würde dagegen von der Ablaufhemmung profitieren. Das ist wertungswidersprüchlich. 475e Absatz 4. Hat der Verbraucher zur Nacherfüllung oder zur Erfüllung von Ansprüchen aus einer Garantie die Ware dem Unternehmer oder auf Veranlassung des Unternehmers einem Dritten übergeben, so tritt die Verjährung von Ansprüchen wegen des geltend gemachten Mangels nicht vor dem Ablauf von 2 Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem die nachgebesserte oder ersetzte Ware dem Verbraucher übergeben wurde. Die Neuregelung konkurriert also mit der Ablaufhemmung des 203 Satz 2 und mit der Regelung über den Neubeginn der Verjährung bei einem Anerkenntnis. Der Gesetzgeber wollte eine Regel schaffen, die von Umständen des Einzelfalls unabhängig ist und dadurch Rechtssicherheit gewährleistet. Allerdings, die Rechtsprechung ist bei den Voraussetzungen des 203 Satz 2 sehr großzügig. Als Verhandlungen über den Nacherfüllungsanspruch gilt alles außer der rigorosen Ablehnung der Nacherfüllung. Die Ablaufhemmung nach 203 Satz 2 ist außerdem länger als die nach 475e Absatz 4. Alles in allem wird 475e Absatz 4 deshalb keine große praktische Bedeutung erlangen. In einer Hinsicht ist er allerdings höchst wichtig, denn man kann aus ihm schließen, dass die ursprüngliche Verjährung
für nicht beseitigte Mängel weiterhilft, weiterläuft. Bisher war strittig, ob die Ablieferung der Ware nach der angeblichen Nacherfüllung eine neue Verjährungsfrist in Lauf setzt. Unter anderem habe ich das vertreten. Das ist jetzt nicht mehr haltbar, denn wenn eine neue Verjährung anliefe, wäre diese Ablaufhemmung sinnlos. Und das kann nicht nur bei Verbrauchsgüterkäufen gelten, sondern muss auch im allgemeinen Kaufrecht gelten, das wertungswidersprüchlich wäre, bei einem Nicht-Verbrauchsgüterkauf eine neue Verjährung 2 Jahre laufen zu lassen, dem Käufer dagegen beim Verbrauchsgüterkauf nur eine Ablaufhemmung zu geben. Deshalb bin ich der Auffassung, dass 475e Absatz 4 bei anderen als Verbrauchsgüterkäufen analog anzuwenden ist. Er verfolgt keine spezifisch verbraucherschützenden Ziele. Das Problem hat ein anderer Käufer genauso. Eine Übergabe der Ware zur Nacherfüllung bestimmt sich ganz aus der Perspektive des Käufers. Also liegt eine Übergabe vor, wenn der Verbraucher die Sache dem Unternehmer mit der Intention übergibt, dass der Unternehmer die geltend gemachten Mängel beseitigt. Dass der Unternehmer erklärt, nur aus Kulanz oder ohne Anerkennung einer Rechtspflicht zu handeln, kann ihn nicht vor 475e Absatz 4 bewahren. Folge ist eine Ablaufhemmung. Diese Ablaufhemmung kann allerdings wesentlich länger als die genannten 2 Monate sein. Denn sie beginnt mit der Übergabe der Sache an den Verkäufer. Die 2-Monats-Frist beginnt aber erst zu laufen, wenn der Verkäufer dem Käufer die Sache zurückgibt. Zusätzlich kommt also noch die Zeitspanne dazu, in der die Sache im Besitz des Verkäufers ist. Übrigens, die Sorgfalt, mit der dieses Gesetz gemacht wurde, sehen Sie am Wort, die ersetzte Sache wird dem Verbraucher übergeben. Das ergibt keinen Sinn. Es müsste richtig heißen, die ersatzweise gelieferte Sache dem Verbraucher übergeben wurde. Schließlich Vereinbarungen über die Verjährung. Da galt unter der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie die EuGH-Rechtsprechung in Sache Fernschild, eine Verkürzung der Verjährung bei gebrauchten Sachen bis auf 1 Jahr, wie sie 476 Absatz 2 alte Fassung zuließ, war europarechtswidrig. Das gilt jetzt nicht mehr. Die Warenkaufrichtlinie lässt eine derartige Verjährungsverkürzung ausdrücklich zu. Allerdings muss sie den Voraussetzungen des 476.1.2 genügen, die genau denjenigen des 476.1.2 entsprechen, also Hinweis plus Vereinbarung. Die Beweislastumkehr 477 wird außer bei lebenden Tieren auf 1 Jahr verlängert, sonst ändert sich insofern
nichts. Nur kurz möchte ich auf Garantien eingehen, die gegenüber Verbrauchern übernommen werden, auf die Änderungen des 479. 479 Absatz 2 beinhaltet nun eine unbedingte Pflicht, dem Verbraucher die Garantieerklärung zur Verfügung zu stellen. Bisher musste das nur auf Anforderung geschehen. Neu ist der etwas erratisch geratene 479 Absatz 3, der einen Mindestinhalt in Bezug auf Herstellergarantien vorschreibt. Wohlgemerkt nur Herstellergarantien, nicht Garantien des Verkäufers oder eines sonstigen Dritten. Er tut das, indem er auf die Vorschriften des 439 Absatz 2, 3, 5 und 6 Satz 2 und 475 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 verweist. Auffallend tut, auf 439.1 verweist er nicht. Es scheint also bei Herstellergarantien dem Hersteller zu obliegen, zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung zu entscheiden. Und nicht verweisen tut er außerdem auf 475 Absatz 4 auf den Vorschussanspruch des Verbrauchers für Aufwendungen. Ob das wirklich so gemeint ist, ist etwas unklar. Die Regelungen in der Warenkaufrichtlinie insofern sind nicht sonderlich klar. Das wird also auch der EuGH entscheiden müssen. Bevor ich zum letzten Punkt komme, nämlich zum Verkauf von Waren mit digitalen Elementen, haben Sie bis hierhin irgendwelche Fragen? Ja? Ja. Das ist richtig. Das hängt davon ab, ob der Verkäufer noch ein Recht zur zweiten Andienung hat, ob man 475d Absatz 1 Nummer 3 bei Arglist generell anwendet oder nicht. Allerdings würde sich dadurch fürs Konkurrenzverhältnis meiner Ansicht nach nichts ändern. Aber argumentativ können Sie es zumindest bei Verbrauchsgüterkäufen nur noch schlecht einsetzen, weil es unklar ist. Ja? Nein. Das neue Gewährleistungsrecht gilt für Verträge, die ab 1. Januar 2022 geschlossen werden. Deshalb wird es dauern, bis es beim BGH und erst recht beim EuGH ankommt. Die Warenkaufrichtlinie regelt Schadensersatzansprüche nicht. Insofern ist die Lage also genau wie bei der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. 475d Absatz 2
dient damit nicht zur Umsetzung irgendeiner Richtlinie, sondern ist eine Eigenkreation des deutschen Gesetzgebers, aber eine sinnvolle Eigenkreation, weil es, denke ich, nicht sinnvoll wäre, zwischen Rücktritt und Schadensersatzstatterleistung zu unterscheiden. Sie müssen sehen, die Regelung des 476 ist viel einschneidender als die des 475d. Man wollte Verkäufern ermöglichen, Schadensersatzansprüche in den allgemeinen Grenzen auszuschließen. Das verfolgt ein legitimes Regelungsziel. Dagegen minimale Unterschiede bezüglich des Erfordernisses der Fristsetzung, damit wäre letztlich keinem geholfen und deshalb hat man 475d Absatz 2 geschaffen. Auch 475d ist im Übrigen rechtstechnisch alles andere als gut gelungen. Sinnvoll wäre gewesen, die ganzen Ausnahmetatbestände in einen Absatz zu packen, der für Rücktritt und Schadensersatz gilt. Jetzt haben Sie zwei verschiedene Absätze und Absatz 1 sagt nur abweichend von 323.2 und 440. Da weiß man nicht recht, heißt das 323.2 und 440 gelten nicht oder sie gelten zusätzlich. In Absatz 2 ist es ganz klargestellt, dass sie nicht gelten. Das ist also alles andere als geglückt. Letzter Punkt. Verkauf von Waren mit digitalen Elementen. Was ist eine Ware mit digitalen Elementen? Das ist legal definiert in Paragraph 327 Absatz 3. Eine Ware mit digitalen Elementen, 327a Absatz 3. Eine Ware, die in einer Weise digitale Produkte enthält oder mit ihnen verbunden ist, dass sie ihre Funktionen ohne das digitale Produkt nicht erfüllen kann. Digitale Produkte wiederum sind definiert in 327 Absatz 1 Satz 1 als digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen. Und was digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen sind, finden wir in 327 Absatz 2 definiert. Also ein ziemlicher Verweisungsmarathon. Digitale Inhalte, die mit einer Ware verbunden oder in ihr enthalten sein können, sind etwa ein Betriebssystem für einen Computer, Apps oder andere Software. Digitale Inhalte ist auch der Sprachchip, der in einer sprechenden Puppe integriert ist. Die Puppe ist also wohl, da komme ich gleich drauf, eine Ware mit digitalen Elementen. Sie müssen dabei nicht auf der Ware selbst installiert sein, sondern es reicht, wenn Sie mit ihr verbunden sind. Wenn Sie etwa eine Smartwatch kaufen,
zu deren Betrieb Sie eine App auf Ihr Handy laden müssen. Dann ist die Smartwatch eine Ware mit digitalen Elementen und diese App ist das digitale Element, auch wenn sie nur aufs Handy und nicht auf die Smartwatch selbst geladen wird. Digitale Dienstleistungen sind mit einer Ware verbunden, wenn sie bestimmte Funktionen der Ware ermöglichen. Dienstleistungen etwa, die die Erstellung, Verarbeitung, Speicherung oder den Zugang zu Daten in digitaler Form erlauben, wie Software, die in einer Cloud-Umgebung bereitgestellt wird, zum Beispiel die fortdauernde Bereitstellung von Verkehrsdaten in einem Navigationssystem oder die fortlaufende Bereitstellung von individuellen Trainingsplänen im Fall einer Smartwatch. Zweite Voraussetzung: Die Ware kann ihre Funktionen ohne die digitalen Produkte nicht erfüllen. Und hier tobt ein wesentlicher Meinungsstreit. Was heißt ihre Funktionen? Ist eine Ware schon dann eine Ware mit digitalen Elementen, wenn sie eine Funktion nicht erfüllen kann? Oder ist erforderlich, dass sie ihre Grundfunktionalität nicht erfüllen kann? Ist etwa ein Auto mit einem eingebauten Navi eine Ware mit digitalen Elementen, weil ohne Software funktioniert das Navi nicht? Oder ist es das nicht, weil wesentliche Funktion eines Autos immer noch ist zu fahren und das tut es auch ohne Navi? Ist ein smarter Kühlschrank eine Ware mit digitalen Elementen, weil er die braucht, um irgendwas nachzubestellen? Oder ist er das nicht, weil er prima kühlt, auch ohne die digitalen Elemente? Das ist hoch umstritten. Ich selber meine, dass es schon reicht, wenn eine Funktion nicht erfüllt werden kann. Und stütze das auf die Warenkaufrichtlinie. Ein früherer Richtlinienentwurf hat nämlich die Voraussetzung enthalten, dass die Ware ihre wesentlichen Funktionen nicht ohne die digitalen Elemente erfüllen kann. Und das wurde später gestrichen. Warum es gestrichen wurde, wissen wir allerdings nicht. Aber daraus würde ich ableiten, dass es auf alle Funktionen ankommt. 475b Absatz 1 Satz 1 stellt unglücklicherweise noch eine weitere Voraussetzung auf, nämlich die Verpflichtung des Unternehmers, die digitalen Elemente bereitzustellen, für die Paragraph 327a muss es heißen, auch wenn das nicht auf der Folie steht, leider, Absatz 3, Satz 2, eine Vermutung enthält. Die Gesetzesbegründung spricht davon, dass zum funktionalen Element noch ein vertragliches Element hinzukommen muss. Allerdings ist es mir ein vollständiges Rätsel, was dieses vertragliche Element soll. Denn die Verpflichtung des Unternehmers, die digitalen Elemente zu liefern, ist dem Begriff der Ware mit digitalen Elementen immanent. Wenn Sie einen Computer nehmen und der Unternehmer verpflichtet sich, nur die Hardware zu liefern,
also kein Betriebssystem, dann ist dieser Computer keine Ware mit digitalen Elementen, weil er seine Funktion, die Funktion der Hardware, ohne jegliches digitales Element erfüllen kann. Verpflichtet er sich dagegen, auch das Betriebssystem zu liefern, ist das schon unter der zweiten Voraussetzung relevant und macht die Ware zu einer Ware mit digitalen Elementen. Also diese Trennung funktioniert meiner Ansicht nach nicht. Wenn Sie mir ein Gegenbeispiel geben könnten und auf diese Weise erläutern könnten, was der Gesetzgeber sich dabei vielleicht gedacht hat, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Sachmangel. Da haben wir 475b eine sehr umfassende Regelung, die ergänzend zu 434 gilt. Allerdings bleibt von 434 nur die Regelung über die Aliud-Lieferung in Absatz 5 übrig, denn sonst nimmt 475b jeweils ausdrücklich Bezug auf 434, nämlich in Absatz 3 Nummer 1, in Absatz 4 Nummer 1 und in Absatz 6 Nummer 1. Maßgeblich ist, wie bei 434, prinzipiell der Zeitpunkt des Gefahrübergangs. Aber die digitalen Elemente müssen vom Verkäufer nicht verkauft werden. Möglich ist auch, dass der Verkäufer sich dazu bereit erklärt, die digitalen Elemente fortlaufend über einen bestimmten Zeitraum, ein Jahr, zwei Jahre, bereitzustellen. Ungefähr nach Art einer Miete. Dann müssen die digitalen Elemente auch während dieses ganzen Zeitraums vertragsgemäß sein. Das ordnet 475c an. Absatz 2, der Unternehmer haftet über die 434 und 475b hinaus auch dafür, dass die digitalen Elemente während des Bereitstellungszeitraums mindestens aber für einen Zeitraum von zwei Jahren ab der Ablieferung der Ware den Anforderungen des 475b Absatz 2 genügen. Das gilt also nur für die Anforderungen an die digitalen Elemente, nicht für die Anforderungen an die Hardware. Wesentlicher Unterschied sind nun, dass 475b den Verkäufer zu Aktualisierungen verpflichtet. Zunächst möchte ich eingehen auf die Aktualisierungen im Rahmen der objektiven Anforderungen 475b Absatz 4 Nummer 2. Der Verkäufer muss dem Verbraucher während des Zeitraums, den er aufgrund der Art und des Zwecks der Ware und ihrer digitalen Elemente sowie unter Berücksichtigung der Umstände und der Art des Vertrags erwarten kann, Aktualisierungen bereitstellen, die für den Erhalt der Vertragsmäßigkeit der Ware erforderlich sind. Gegenstand dieser Pflicht sind also nur Aktualisierungen, die für den Erhalt der Vertragsmäßigkeit erforderlich sind. Verbessernde Aktualisierungen kann der Unternehmer nach dieser Norm nicht schulden. Darunter fallen einmal Sicherheitsaktualisierungen, wenn sich also der Bedarf, eine Sicherheitslücke erst nachträglich ergibt, schuldet der Unternehmer eine Aktualisierung,
die diese Sicherheitslücke behebt. Besteht die Sicherheitslücke dagegen schon von Anfang an, ist der Unternehmer ganz einfach im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, die Sicherheitslücke zu schließen. Das kann aber weit über Sicherheitsaktualisierungen hinausgehen. Ein Navi ist etwa nicht mehr vertragsgemäß, wenn es veraltete Software aufweist, also muss die Software aktualisiert werden. Verlangt wird vom Unternehmer auch, dass er den Verbraucher über die Aktualisierung informiert. Am Ende und der Verbraucher über diese Aktualisierungen informiert wird. Wenn keine Information erfolgt, ist das ein Sachmangel. Der Verbraucher hat also die Rechte des 437, die allerdings abgesehen von Minderung und Schadensersatz nicht passen. Wie lang muss aktualisiert werden? Ich habe es Ihnen vorher vorgelesen. Das ist eine windelweiche Formulierung, die erhebliche Rechtsunsicherheit mit sich bringt. Etwas Klarheit bringen die Erwägungsgründe der Warenkaufrichtlinie. Danach muss man unterscheiden, ob dauerhafte Bereitstellung der digitalen Elemente geschuldet ist oder nicht. Wenn der Unternehmer dauerhafte Bereitstellung schuldet, muss mindestens für den Bereitstellungszeitraum oder für 2 Jahre, was immer länger ist, aktualisiert werden, weil nach 475c Absatz 2 die digitalen Elemente so lange vertragsgemäß sein müssen. Das ist also noch handhabbar. Bei einmaliger Bereitstellung sind wir dagegen völlig im Unklaren. Die Erwägungsgründe der Warenkaufrichtlinie sagen, dass der Verbraucher normalerweise erwarten wird, Aktualisierungen zumindest so lange zu erhalten, wie der Zeitraum andauert, in dem der Verkäufer für Vertragswidrigkeiten haftet. Das wäre also nach deutschem Recht die Verjährungsfrist. Das ist also der Mindestzeitraum für Aktualisierungen. Die Aktualisierungspflicht kann allerdings auch wesentlich länger bestehen, insbesondere bei hochwertigen, langlebigen Gütern. Wie lange muss ein iPhone aktualisiert werden? 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre? Da wird man die Rechtsprechung abwarten müssen, bis sie das konkretisiert. 475b Absatz 5 regelt dann, wie es mit der Installation von Aktualisierungen ist. Der Verbraucher muss bereitgestellte Aktualisierungen nicht installieren. Er kann sagen, ich bleibe bei dem, was ich habe. Dann sagt 475.5, kann sich der Verbraucher aber nicht auf eine Vertragswidrigkeit berufen, die allein auf das Fehlen der Aktualisierung zurückgeht. Das ist logisch und überzeugend. Der Nichtinstallation der Aktualisierung ist dabei die fehlerhafte, unsachgemäße und deshalb wirkungslose Installation gleichzustellen. Das gilt aber nur, wenn der Unternehmer den Verbraucher über die Aktualisierung informiert hat, über die Verfügbarkeit der Aktualisierung
und die Folgen einer unterlassenen Installation informiert hat. Hier stellt sich die Frage, muss er nur über die Rechtsfolge des 475b Absatz 5 informieren, also dass er nicht haftet, wenn der Verbraucher nicht installiert, oder muss er auch über die technischen Folgen einer Nichtinstallation informieren, dass beispielsweise dann die und die Sicherheitslücke bestehen bleibt. Auch das ist unklar und kann nur vom EuGH entschieden werden. Schließlich darf die Tatsache, dass der Verbraucher die Aktualisierung nicht oder unsachgemäß installiert hat, nicht auf einen Mangel der vom Unternehmer bereitgestellten Installationsanleitung zurückzuführen sein. Das ist klar. Zweiter Fall, subjektive Anforderungen, vereinbarte Aktualisierungen. 475b Absatz 3 sagt nur, für die digitalen Elemente, die im Kaufvertrag vereinbarten Aktualisierungen während des nach dem Vertrag maßgeblichen Zeitraums bereitgestellt werden müssen. Nicht haben wir hier, dass der Verbraucher über das Bereitstellen der Aktualisierungen informiert werden muss. Und wir haben auch keine Regel für den Fall, dass diese Aktualisierungen vom Verbraucher nicht installiert werden, denn 475b Absatz 5 bezieht sich ausdrücklich nur auf die ihm gemäß Absatz 4 bereitgestellten Aktualisierungen. Warum wir insofern keine Regeln haben, ist unklar, denn die Probleme stellen sich genauso bei subjektiv geschuldeten Aktualisierungen. Man wird mit aller Vorsicht die Vorschriften analog anwenden können. Wenn Aktualisierungen nicht rechtzeitig bereitgestellt werden, ist das ein Sachmangel. Dem Käufer stehen also die Rechte des 437 zu. Schließlich weitere Besonderheit, die Installation der digitalen Elemente 475b Absatz 6. Die Regelung entspricht insofern genau den Regelungen über die Montage in 434 Absatz 4. Deshalb sage ich dazu nicht mehr. Auch hier haben wir Sonderregeln für die Verjährung. In 475e Absatz 1 und 2. Und zwar ordnen diese Normen Ablaufhemmungen für die Verjährung an. Denn nach 438.2 beginnt die Verjährungsfrist mit der Ablieferung der Ware zu laufen. Bei Waren mit digitalen Elementen weist der Kaufvertrag allerdings ein Dauerschuldelement auf. Wenn die digitalen Elemente fortlaufend über einen Zeitraum bereitgestellt werden müssen, ohnehin, aber auch bei einem ganz normalen Kaufvertrag wegen der Aktualisierungspflicht. Deshalb kann man da nicht einfach sagen, die Rechte verjähren 2 Jahre nach Ablieferung. Das Gesetz löst das Problem nicht dadurch, dass es eine abweichende Verjährungsfrist anordnet, sondern dadurch, dass es Ablaufhemmungen statuiert. Nach Absatz 1 betrifft eine Ablaufhemmung im Fall der dauerhaften Bereitstellung, da verjähren Ansprüche wegen eines Mangels,
nicht vor dem Ablauf von 12 Monaten nach Ende des Bereitstellungszeitraums. Scheint ganz sinnvoll zu sein, ist trotzdem meiner Ansicht nach ein Missgriff des Gesetzgebers. Warum? 475c Absatz 2 sagt uns, wenn der Bereitstellungszeitraum, den die Parteien vereinbaren, kürzer ist als 2 Jahre, müssen die digitalen Elemente trotzdem 2 Jahre vertragsgemäß sein. Für die Ablaufhemmung hätte man deshalb anknüpfen müssen, nicht an den Bereitstellungszeitraum, der auch 1 Monat, 2 Monate oder ein halbes Jahr betragen kann, sondern an den Zeitraum des 475c Absatz 2, währenddessen die digitalen Elemente vertragsgemäß sein müssen. Ich würde 475e Absatz 1 entsprechend korrigierend auslegen. 475e Absatz 2 betrifft schließlich Ansprüche wegen Verletzung der Aktualisierungspflicht. Hier haben wir eine Ablaufhemmung bis 12 Monate nach Ende des Aktualisierungszeitraums. Auch hier möchte ich betonen, diese Ablaufhemmungen beziehen sich nur auf Mängel an den digitalen Elementen. Mängel bezüglich der Hardware verjähren ganz normal nach 438. Jetzt der wirklich letzte Punkt. Ich habe eine Sonderregelung hinsichtlich der Beweislastumkehr. Denn wenn digitale Elemente fortlaufend bereitgestellt werden und es tritt beispielsweise 1 Jahr nach der ursprünglichen Bereitstellung ein Mangel ein, dann brauche ich für 477 Absatz 1 nicht. 475c Absatz 2 sagt uns, wenn ein Mangel während des Bereitstellungszeitraums eintritt, sind die digitalen Elemente mangelhaft. Es kann sich allerdings die Frage stellen, wie lange diese digitalen Elemente mangelhaft waren. Davon kann abhängen der Umfang der Minderung oder der Umfang des Schadensersatzanspruchs. Der ist anders, wenn ein Mangel nur 1 Woche vorlag, als wenn er ein halbes Jahr vorlag. Und deshalb stellt 477 Absatz 2 eine Vermutung auf, wenn sich während des Bereitstellungszeitraums oder innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren ab Ablieferung ein Mangel zeigt, ein Mangel eintritt, dann wird vermutet, dass dieser Mangel von Anfang an vorlag, dass also die digitalen Elemente schon seit der Übergabe der Ware mangelhaft waren. Ja, das war jetzt ein Schnelldurchlauf. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange dabei geblieben sind, trotz der großen Hitze. Wenn Sie Fragen haben, bin ich noch da. Allen anderen, die keine Fragen mehr haben, wünsche ich einen schönen Abend im Biergarten oder auf den Elbwiesen oder wo auch immer.